Jesus kündigt zum ersten Mal seinen Tod an. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu eröffnen, was Gott mit ihm vorhatte. Dass er nach Jerusalem gehen musste, dass er dort von den Ratsältesten, den führenden Priestern und den Gesetzeslehrern vieles erleiden musste, dass er getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden musste. Da nahm Petrus ihn beiseite, fuhr ihn an und sagte, das möge Gott verhüten, Herr, nie darf dir so etwas zustoßen. Aber Jesus wandte sich von ihm ab und sagte, geh weg, hinter mich, an deinen Platz, du Satan, du willst mich von meinem Weg abbringen. Deine Gedanken stammen nicht von Gott. Sie sind typisch menschlich. Jesus kündigt zum zweiten Mal seinen Tod an. Als Jesus und seine Jünger wieder alle in Galiläa waren, sagte er zu ihnen, bald wird der Menschensohn nach dem Willen Gottes an die Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn töten. Doch am dritten Tag wird er auferweckt werden. Da wurden sie sehr traurig. Ein ernstes Wort an die Jünger. Zu jeder Opfergabe gehört das Salz und zu jedem von euch das Feuer des Leins, das euch reinigt und bewahrt. Salz ist etwas Gutes, wenn es aber seine Kraft verliert, wodurch wollt ihr sie ihm wiedergeben, zeigt, dass ihr die Kraft des Salzes in euch habt. Haltet Frieden untereinander. Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen. Ich aber werde bleiben wie ein grünender Ölbaum im Hause Gottes. Ich verlasse mich auf Gottes Güte, immer und ewig. Ich bin mit dir und will dich behüten, wo du hinziehst. Wer sich auf Gott verlässt, wird beschützt. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Siehe, in deine Hände habe ich dich gezeichnet. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Alle Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für mich. Vater, unser Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr wende sein Angesicht zu euch und schenke euch Heil. Amen.